Sind wir am Ziel und spazieren herum. Und seht, wen wir da schon entdecken. Ein Kragenbär ist es. Sein Name ist Brumm. Jetzt blickt er herüber. Jetzt dreht er sich um. Jetzt nickt er, als wollte er uns necken. Wie Seide, so glänzt in der Sonne sein Fell. Das schwarze, feine, dichte. Und oben am Kragen, da schimmert es hell. Ein drolliger Kerl, ein frommer Gesell. Doch kennt ihr schon seine Geschichte? Konzert. Im Du und Moll.
Begrüßung nach Dickhäuterort. Nun lockt uns sein Nachbar heran. Vier Beine, zwei Höcker, ein struppiger Bart. Wer ist das? Wer steht dort im Sande und schaut? Jawohl, das Kamel schaut uns an. Das Schiff in der Wüste, so wird es genannt. Das Schiff in der Wüste? Warum denn? Erzähle, da sind wir gespannt. Dann setzt euch und hört einmal zu. Hört ihr den Storch klappern? Kommt, da gehen wir hin. Der Storch, der steht auf einem Bein. Nun sag mir bloß, warum? Das muss doch sehr beschwerlich sein. Bye.
Bei den Tieren hier nicht große nur alleine, auch kleine Tiere findet man. Und wenn man richtig sehen kann, noch kleinere als kleine. Sie haben hier im großen Zoo kein Haus und kein Gehege, kein Schild, das auf die Namen weist. Sie leben unbeachtet meist, so irgendwo am Wege. Und so ein Würmchen wurmte das. Es dachte sich, auch ich bin was. Das darf man nicht verhehlen. So zog der Kleine gerne groß, dann eines schönen Tages los. Das wollen wir nun erzählen. Es war einmal ein Regenbogen, ein Blitz.
warmes Heim aus dickem Glas, aus blitzeblankem, dicken Glas, in dem die Anaconda saß. Das suchte er sich aus. Das suchte er sich aus. Die große Anaconda platt, noch platter als ein Maulbeerblatt. So war ein Plätzchen frei. So war ein Plätzchen frei. Spinnt, da sitzt ein Anaconda-Kind. Ha, ha, so siehst du aus. Ha, ha, so siehst du aus. Herumspaziert.
Nanu, was ist denn da passiert? Was hat das zu bedeuten? Was tut sich bei der Hecke dort? Warum steht an der Ecke dort ein ganzer Schwarm von Leuten? Wir laufen hin und drängeln uns und schieben, drücken, schlängeln uns bis in die erste Reihe. Haha, wer hätte das gedacht? Jetzt weiß ich, warum man hier lacht. Da boxen sich ja Zweie. Gleich darauf besuchen wir das kleine Zebra Putzi hier und streicheln es ganz leise. Es kam vom fernen Afrika und ist noch gar nicht lange da, nach seiner großen Reise. Und doch ist Putzi uns bekannt. Man hört und sieht so allerhand von seinen tollen Sprüngen. Es hat so manchen Streich gemacht. Und wer es nicht glaubt, der gebe Acht, wir werden davon singen. Ab und voran.
Die Zeit verrinnt ihr wie im Traum. Sie saust vorbei, man merkt es kaum. Nun geht die Sonne schlafen. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Für Bison, Bär und Känguru und alle, die wir trafen. Viele Bücher, kaum zu zählen, und es fällt schwer, da auszuwählen. Ich fang mal bei der Technik an. Kann Kybernetik Freude machen? Sagt bloß, da gäbe es nichts zu lachen. Hört zu, was Robby alles kann. Yeah.
Hasenzahn kräht, die Glühbirnen im Reifen, die Windhosen wehen. Er spinnisiert und fantasiert, und wenn er durch brennend Wetter friert, dann deckt er uns wieder den Tisch. Und alles passiert hypernetisch, und alles passiert hypernetisch. Wer noch gar nicht lesen kann, schaut sich Bilderbücher an. Von Autobus, von Haus und Kran, von Pflaumenbaum und Bimmelbahn. Kommt, wir spielen Eisenbahn, du bist Lokomotive. 1, 2, 3, 4, Wagen dran, fertig ist die Bimmelbahn. 1, 2, 3, 4, Wagen dran, fertig ist die Bimmelbahn. Steigen Sie doch bitte ein, denn wir müssen glücklich sein. Steigen Sie doch bitte ein, denn wir müssen glücklich sein. Bim, 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 bim. Abfahrt! Bim, 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 bim. Abfahrt Richtung Pflaumenbaum, wer zu spät kommt, wartet. Winke, winke, hier und hin. Bim, 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 winke, winke, hier und hin. Kinder, haltet euch mal fest, denn jetzt kommt eine Kurve. Und wer sich nicht ganz festhält, sicher auf die Nase fällt. Und wer sich nicht ganz festhält, sicher auf die Nase fällt. Bim, 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 bim. Achtung, Achtung, Endstation, unter Ecksteinhausen. Schnell den Zug nimmt umgedreht, weil es schon wieder heimwärts geht. Schnell den Zug nimmt umgedreht, weil es schon wieder heimwärts geht. Bim, 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 bim. Mit einem Schritt vom Kinderspiel zum hochmodernen Mondmobil. Das Buch, in dem man's finden kann, steht im Regal gleich nebenan. Raketen fliegen, kehre ich vom Mond zurück. Ein Griff zum Buch kann schon genügen. Erlebe Fahrt und Ferienglück. Wir Sommer, Mond und Mondscheinspiel und Mondscheinspiel.
In den Regalen Band an Band. Der Abschied fällt uns schwer. So vieles wäre noch interessant. Wir gehen bald wieder her. Was soll für heute Schlusspunkt sein? Ein Ferienbuch von Sonnenschein und sturmbewegtem Meer. Sich sehen.